Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Sonic the Lost World. Im letzten Part haben wir Zone 3 versucht. Oder nee, Tropical Coast war das. Jetzt bin ich wieder in der Winde hier, Zone 3, weil ich den letzten roten Ring gefunden habe. Ich werde es euch nochmal zeigen, wo er ist, weil ich einfach bloß zu blöd war. Und wir haben jetzt auch den zweiten Chaos Emerald, was ich ziemlich cool finde. Durch das, dass ich ja hier die Zone 3 beendet habe. Ich habe außerdem vergessen, die Aufnahme zu starten. Deshalb habt ihr das nicht gesehen, wo ich ihn gefunden habe. Deshalb gehen wir nochmal kurz rein in die Windy Hill Zone 3. Und ich zeige euch, wie man zu diesem roten Ring kommt. Ist eigentlich easy going, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist eigentlich nur aus meiner eigenen Blödheit raus passiert, dass ich den eigentlich vollkommen übersehen habe. Und ja, finde ich jetzt dann auch nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Weil den hätte ich eigentlich von Anfang an schon haben können. Aber wo ich die ganze Zeit versucht habe, den darüber zu kommen, das ist eigentlich so easy. So was von leicht, wenn man weiß, wie es geht. Das ist so hart. Ich bin einfach nur zu doof in manchen Fällen, dass ich diese roten Ringe finde. Oder besser mit der Steuerung irgendwie ein bisschen gescheit klarkomme. Naja. Also wir haben jetzt halt eh schon fast die ganze Strecke schon wieder hinter uns. Also schauen wir mal, dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Und wir sind auch schon am Zielpunkt angelangt. Man muss einfach hier vorbei. Die nach oben, nach rechts, einfach immer wieder springen. Und schon kann man hier den Wandlauf machen und ist hier unten drunter. Mehr ist es eigentlich nicht. Und hier verbirgt sich auch schon der rote Ring, der was uns noch gefehlt hat. Genau dieser hier. Oh. Mann, man hätte es so einfach haben können, aber nein, ich muss es natürlich wieder umständlich machen. Naja, jetzt haben wir ihn und haben somit den erste Welt und die zweite komplett mit allen roten Ringen. Und jetzt gilt es einfach mehr oder weniger in den anderen Levels noch die restlichen roten Ringe zu finden. Ich habe jetzt aber auch noch nicht nachgeguckt, wo die zu finden sind, sondern ich möchte es einfach jetzt so herausfinden und gucken, ob ich sie finde oder nicht. Weil das einfach irgendwie einfacher ist. Würde ich einfach mal behaupten. Schon wieder ein gewisser Gegenstand. Den tue ich verwerfen, weil den brauchen wir nicht. So, und weiter geht's. Hier alles komplett, komplett. Und hier fehlt uns der letzte rote Ring, wo wir nicht gewusst haben, wo der ist. Da werden wir jetzt gleich mal reingucken. Und ja, jetzt erstmal ein Stückchen laufen, würde ich sagen. Und die super gute Musik. Einfach mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Ein bisschen Urlaubsfeeling. So, kommt her, meine scheiß doofen Käfer hier. Ringe, 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 Ringe. Ein bisschen safen hier. Man kann sich auch das ganze Rumgerenne auf dem Wing eigentlich sparen, wenn man einfach alles umhüpft. Oh Mann. Also teilweise fallen mir die Ideen erst immer so spät ein, die wohl eigentlich so einfach gewesen wären. So, komm her. Komm, Äpfelchen, gib Gas. Komm. Ich will einen Apfelsafttransporter. Auf geht's, komm. Jawoll. Miau. Und die Melone. Na komm, Melonchen. So. Die erste Palme mehr oder. Ja, Palme ist das. Weggeräumt und ja. Jetzt können wir auch da hinten wieder schön rein.
Und danach werde ich mal ein Radar verwenden, um zu gucken, wo dieser doofe letzte rote Ring ist. Ich habe keinen Schimmer, Leute. Aber das soll uns nicht davon abhalten. So, ich setze den Radar ein. Ist zwar nur ein Stufe 1 Radar, aber für unsere Sachen, was wir suchen, tut's dir alle Male, würde ich sagen. Und ja, dann schauen wir mal, wann er aufblinkt. War da gerade ein Yoshi-Ei? Habe ich das richtig gesehen? Liebes Spiel? Habe ich das richtig gesehen? Dass da ein Planet ist, der wohl ausschaut wie ein Yoshi-Ei? Rakete! Da wäre so ein Ballon. Da ist ein Planet, das sieht aus wie ein Yoshi-Ei. Da. Schießen wir uns mal in den Ballon rein. Ah ja. Alles klar. Und weiter, 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 weiter. Keine Müdigkeit vorschöpfen hier. So. Äpfelchen. Ist es das, wonach es mir scheint, Leute? Alter, ich bin doch so hohl. Ich bin doch sowas von hohl. Mein Gott, wie lame. Wie lame. Ich bin einfach bloß zu schnell gewesen. Ach du meine Güte. Wie ich mir es schon gedacht habe, die meisten. Da, da, da ist der Planet, der ausschaut wie Yoshi-Ei. Ich find's cool. Oh Mann. Was ist denn jetzt los? Jetzt falle ich wieder überall runter. Oh, ihr doofen Hühnchen. Macht gleich Chicken Wings aus euch. Aber das ist ja auch wieder so. Das hätte man so früh schon sehen können, dass ich mal einfach mal wieder zu hohl, dass ich das finde. So, wieder das Äpfelchen leiten über den Slalom-Parcours. Ohne dass das Äpfelchen runterfällt. So, in den Ventilator für den Apfelsafttransport. Und gleich gibt's Chicken Wing. Yay! Zack! Hoch! Hoch, Sonic! Und am. Sehr schön. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Schön langsam. So. Jetzt haben wir ja alles. Einfach mal nochmal den alten Opi eine auf den Sack geben. Wenn wir dann soweit sind. Jetzt müssen wir erst nochmal das alles machen, die Käferlein weghauen. Und dann können wir den alten Sack wieder eine auf den Deckel geben, weil da hat es wieder bitter nötig, habe ich das Gefühl. Und lernen wir wieder ein paar Ringe zum Upsafen, falls wir doch mal wieder irgendwie einen Schaden kassieren. Wo ist Rakete? Rakete ist hier. Und Rakete! Und rüber. Ey, rüber. Ey, anderes rüber. Und Schuss. Irgendwo uns eine Wade, oder? Ne, geht sogar. So, Checkpoint. Ja, ist ja gut, Upi. Ich bin einfach zu gut für dich. Wo ist jetzt der Venti? Ich höre ihn doch schon. Hier. Komm, Upi. Und
hauen drüber. Also ich gebe euch den Tipp, lasst ihn ein bisschen Zeit, den OP, dass er weglaufen kann. Weil sonst würde er euch bloß nur eine auf den Deckel geben. Und ihr habt dann auch nichts davon. So. Au. Genau dies. Genau das passiert dann. Und wenn du es blöd machst, dann kriegt ihr gleich den zweifachen Treffer rein und ihr sterbt gleich und müsst ihr gleich nochmal machen. Bloß mal so als kleinen Nebentipp für euch. Falls ihr irgendwie Probleme haben solltet. Eigentlich ist es aber auch nicht schwer. Unverwundbarkeit können wir annehmen, weil wir das Radar verwendet gehabt haben. Und wieder eine Welt mehr. Hier fehlen uns die mittleren zwei. Ich weiß gar nicht warum eigentlich. Aber das werden wir gleich sehen. Das war wieder ein Schienenlevel. Ich finde die Musik hier so absolut geil, Leute. Ich finde generell die Welt eigentlich voll cool aufgebaut. Ich bleib mal auf der rechten. Okay. So, wieder Perspektivenwechsel. Wo ist der rote Ring? Ich habe immer ein Auge auf noch auf dem roten Ring. Gehen wir mal nach unten. Den haben wir schon. Da war der erste. Das heißt, der zweite müsste jetzt halt erst kommen. Also Augen offen halten. Da ist er, jawoll! Haha! Spiel, du verarscht mich nicht! Ich glaube, ich habe jetzt aber den dritten verpasst. Da komme ich durch, sehr gut, sehr, sehr gut. So, wo muss ich jetzt lang? Okay, haben wir. Und da wäre es nach unten gegangen und ich denke mir mal, dass da unten wahrscheinlich der rote Ring gewesen wäre. Aber ich kann mich auch täuschen. Der war bestimmt hier irgendwo. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mich jetzt aber auch vollkommen täuschen. Das ist jetzt die Sachen. Das weiß ich jetzt nicht. Wo da der rote Ring sein könnte. Der könnte jetzt aber auch erst noch kommen. Könnte auch natürlich sein. Da war der, den hatten wir schon. Also das heißt, den einen haben wir schon wieder verpasst. Mist. Verdammt. Scheiße. Ja. Naja, jetzt machen wir das Level auf alle Fälle zu Ende, damit wir den einen eingetragen haben. Und dann müssen wir einfach mal gucken, wo der andere ist. Wow. Wow. Und dann hoffen, dass wir... den dann kriegen, den letzten roten Ring, was uns hier noch auf dieser Bahn fehlt. Da war der eine. Ja, den hatten wir schon. Und da ist auch das Ende von diesem Level. So, jetzt gilt es eigentlich bis darum zu lokalisieren, wo ist hier der letzte rote Ring, was uns hier noch fehlt. Ich habe noch ein Radar zur Verfügung, was ich auch wahrscheinlich einsetzen werde. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der ist oder wo der sein soll, in welchem Abschnitt.
Deshalb benutzen wir das Radar. Es ist zwar nur ein Stufe 1 Radar, aber es könnte uns dennoch nützlich sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob man Items kaufen kann. Da müsste ich mal nachgucken, ob das irgendwie funktioniert. Boah, so habe ich nicht aufgepasst. Ich habe auf die Aufnahme geschaut, ob er aufnimmt. Ah, verdammt. Egal. Das alles haben wir sowieso schon gemacht. Also, es war ja bloß ein Treffer, ist noch nichts passiert. Wo könnte der scheiß rote Ring sein hier? Meine Fresse. Noch mal ein paar Ringe. Yay! Und Looping. Und schön immer die Ringe mitnehmen hier. Und yay. Und hier war auch nichts, obwohl es sehr verdächtig ausgesehen hat. Wenn ich mal ehrlich bin. Und das schaffen wir. Jawohl. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön ist das. So. Wo könntest du denn sein, du Sternring? Es blinkt ja auch nichts hier. Da hinten war er. Da hinten war er. Also bei dem zweiten Abschnitt hinten. Alles klar. Das heißt, wir müssen hier nochmal, leider nochmal rein, um uns hier den Sternring dann zu verdienen. Aber das Level ist eigentlich ja recht cool. Zumindest die Musik ist sehr schön, wie ich finde. Finde ich sehr beruhigend irgendwie. Wahrscheinlich haben sie es extra so gemacht, falls Spieler frustriert sind, so, so ein Scheiß, ich krieg jetzt gar nicht hin und so. Ah, hauen wir lieber Entspannungsmucke rein, dann regen sich die Spieler nicht so auf. Naja. Okay. Zweiter Lauf beendet. Das heißt, bei der zweiten Geraden sehen wir es. Dann.